Geprost. Ich grüße dich, Fritz Meinecke. Ich grüße dich, Survival Martin. Ich grüße dich, Adventure Buddy. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin mit mir, aber ich werde erstmal nach Richtung nach da lang laufen. Und wenn ich dann später heute Abend dann irgendwo so einen Pennplatz gesucht habe, wo ich mich mit Tarp hinlegen tue, dann werde ich mir da auf jeden Fall was Geiles zu fressen machen. Mit Beef. Ich befinde mich gerade in Seewaldsbrück. Und ich laufe jetzt hier durch diesen urinriechenden Bahnhof Seewaldsbrück durch. Je tiefer man hier reingeht, desto mehr Uringeruch kommt. Ich grüße dich, it's Marvin. Ich grüße dich, PJ Adventure. Ich grüße dich, Fabio Schäfer. Guck mal, wo ich jetzt gerade bin. Und zwar hier. Das hier, das ist die Weserwehr, also da, wo Wasser runterfällt. Und wisst ihr, an welcher Stelle ich jetzt gerade bin von der Weserwehr? Und zwar, ich bin jetzt gerade hier, wo diese Treppe hier ist. Und auf diesem Treppengeländer, da kann man auch Bierpower drauf machen. Ich grüße Naturensöhne. Und auf diesem Treppengeländer, da habe ich schon mal im Sommer ein noch viel längerer Bierpower gemacht. Der sieht so aus. Ich laufe gerade an der Weserwehr drüber und das hier, das ist die Weserwehr von dieser Perspektive aus. Und da fällt Wasser runter. Und da ganz hinten, da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Ich grüße dich, Vilodiak. Ich glaube, ich laufe jetzt erstmal nach Richtung Hamhausen und dann irgendwann nach links. Und guck mal hier, ich habe schon wieder was gefunden. Hier sind sogar zwei. Richtig geil. Das sind Bierpower-Gegenstände, die müssen mitgenommen werden. Ich grüße dich, Max Cameo. Und ich grüße dich, Kai Sackmann. Ich grüße dich, ja. Vanessa Blank. Ja. Guck mal, das hier, das ist ein Birkenbaum. Und normalerweise wachsen da dran Blätter, aber jetzt gerade sind da keine Blätter. Aber sobald da Blätter wachsen, da kann man die essen. Ich esse die ganz oft. Die sind richtig geil. Und wenn ich mal auf die Idee kommen sollte, 7V's Wald Selbstversuch 7 Tage lang durchzumachen, da werde ich auf jeden Fall ganz viele von diesen Blättern fressen. Und nicht nur Birkenbaum, sondern auch ganz viele andere Bäume, die werde ich auch fressen. Ich werde auf jeden Fall ganz viele von diesen Blattpapieren in mein Maul reinstopfen und das essen. Ich grüße Survival Deutschland. Ich grüße René Kreher. Mir ist eben gerade etwas passiert. Und zwar, guck mal hier. Seht ihr diesen Fleck hier vorne? Da ist ein bisschen Nässe dran. Das ist Bier. Und wisst ihr auch warum? Weil ich wollte gerade meine Mütze ein bisschen richten. Und ich hatte vergessen gehabt, dass ich mein Bier in der Hand habe. Und dann habe ich mich so weggekippt. Und guck mal hier. Hier, diese Dinger hier. Kennt ihr die? Die wachsen hier auf der Erde rum. Und diese Dinger, die sind richtig geil. Ich grüße dich, Thomas Gast. Das war eine andere Art von Bierpower gewesen. Das geht auch auf sowas und auf Tischen und so. Das könnt ihr mir glauben. Ich grüße Survival Shop Überlebenskunst.at. Ihr müsst so lange wie möglich Naturräder gucken. Das ist gut für meinen Kanal. Ihr müsst so viel meinen Kopf angucken, wie das geht. Das gebe ich euch zur Lebensaufgabe. Und hier, guck mal, durch meine Zahnlücke passt immer noch ein 2-Euro-Stück durch. Das heißt, meine Zahnlücke ist größer als Tanzverbot seine. Das finde ich richtig geil. Das macht mich richtig stolz. Das könnt ihr auch mal genauso machen. Das ist richtig geil mit so einer großen Zahnlücke, wo so ein 2-Euro-Stück durchpasst.
Das kann ich nur empfehlen. Ich grüße Natur, Buschkraft und Kochen. Ich grüße dich, Tom Siesink. Ich grüße Leon TV. Ich grüße Outdoor Chiemgau. Ich grüße Onon Wurz. Guck mal hier, die Sonne geht langsam runter. Langsam gleich Dämmerung kommt. Langsam bald Dunkle kommt. Das heißt, ich muss bald meine nervige Kopflampe anziehen, wenn das ganz unten ist. Glaube ich. Dieser See, der besteht aus Flüssigkeiten. Ich grüße Expedition Leben. Hier, ich bin unter dieser Autobahnbrücke, wo ich schon mal zweimal drunter übernachtet habe. Und guck mal, wie laut die ist. Mit diesen ganzen Geräuschen. Und zwar genau hier an dieser Stelle, da habe ich zweimal gezeltet. So, ich habe hier meinen Tarp aufgebaut. Der hält auf jeden Fall. Der ist richtig stabil, das schwöre ich euch. Oh Scheiße! Dieser Stock ist hier zu instabil. Das heißt, ich muss einen neuen Stock suchen gehen. So, ich habe hier meinen Tarp wieder aufgebaut. Und dieses Mal habe ich auch dieses hier so runtergespannt, damit das hier so aussieht, wie das aussieht. Und guck mal hier. Ich habe hier einen stabilen Stock genommen, der dieses Mal nicht abbricht. Aber der ist viel zu schwer und stabil und so weiter für einen so ein Spanndings. Und deswegen habe ich das mit zwei diese Spanngurten hier gemacht. Extra, damit der nicht auf meinen Kopf drauf fällt. Falls einer nicht halten sollte. Weil wenn das hier auf meinen Kopf drauf fällt, dann spritzen ganz viele Gehirnzellen aus meinem Kopf raus. Und ich habe da ein bisschen Angst vor, dass dann zu viele Gehirnzellen wegspritzen. Und deswegen habe ich das genauso gemacht. Oh Scheiße, ich habe gekleckert. Ich hätte die Nudeln hier ein bisschen verschwendet. Ich liebe das nicht. Aber jetzt warten, bis die weich werden. Guck mal, diese Nudeln, die sehen fast so fertig aus wie mein Kopf. Das heißt, die sind gut genug, dass ich die einfach so draußen stehen lassen kann. Und jetzt erstmal hier dieses Beef reinkippen. Das ist Rindfleisch. Guck mal hier, ich habe für meinen neuen Kumpel auch was zum Essen hier abgegeben. Das ist voll geil. Und guck mal, wie heißt das Ding? Ich habe hier... Scheiße, das Ding ist aus. Ich muss das wieder anmachen. Naja, mein neuer Freund ist schon wieder da. Der ist wieder angekommen. Der hat das Fleischstück hier mitgenommen. Hier, guck mal. Mein Essen ist fertig. Das kann ich nur empfehlen. Und hier, mein neuer Freund, und zwar diese Maus, die hat sich mehrfach blicken lassen und ist immer wieder zu mir gekommen. Hier zu meinem Campingkocher und hat diese Reste, was ich irgendwie fallen gelassen habe, hat er immer wieder aufgesammelt und mitgenommen. Und da war auch ein bisschen Fleisch dabei. Und ich glaube, dieses Beef-Fleisch, das liebt er einfach. Das findet er richtig geil. Aber eine Sorge habe ich, und zwar, ich weiß aus Erfahrung, dass Mäuse, die in ihrem Leben irgendwie Fleisch gegessen haben, bissig werden können. Also sprich, wenn man die anfasst, dass die beißen können. Und falls mein neuer Freund irgendwie zum neuen Feind werden sollte, dann könnte es sein, dass der meine ganzen Ohren und meine Nase und meine Lippen und was weiß ich was hier auffressen könnte. Weil nicht, dass ich morgen irgendwie ohne Nase oder so aufwachen tue.
Das wird mir nicht gefallen. So, bevor dieses Gute-Nacht-Bier hier ausgetrunken ist, werde ich jetzt noch eine Instagram-Story machen. Genau, damit die Leute, die mich auf Instagram folgen, diese Story sehen können mit Augen. Und deswegen verpflichte ich euch alle, dass jeder, der mich noch nicht auf Instagram folgt, mir einmal zu folgen. Extra damit, damit ihr auch exklusiven Content von mir über Instagram Stories bekommt. Guck mal hier, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Das werde ich jetzt trinken und wenn das passiert ist, dass ich das getrunken habe, dann werde ich hier rumpennen. Guck mal hier, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Das werde ich jetzt trinken und wenn das passiert ist, dass ich das getrunken habe, dann werde ich hier rumpennen. Guck mal hier. Das ist mein Gute-Nacht-Bier. Wie sich das anhört. Das werde ich jetzt trinken und wenn das passiert ist, das... Scheiße. Das hört... Der Anfang, der hört sich wie hingeschissen an. Das habe ich gerade so gepostet, wie ihr es gehört habt. Das ist richtig geil. Und deswegen, ihr müsst rüberkommen. Hier auf mein Instagram. Das müsst ihr wirklich machen, damit ihr was erleben könnt. So, ich bin aufgestanden. Hier in diesem Tab habe ich rumgepennt heute Nacht. Und hier vorne ist dieser Fluss, Weser oder wie der heißt. Und da drüben, da fährt ein Schiff. So, die Blasen sind gekommen, das heißt, mein Koffein ist fertig. Voll Fettschiff, Schiff mit Fett dran, voll Fettschiff. Mein Gehirn fühlt sich so an, als ob ich gestern ganz viele Gehirnzellen verloren habe. Und darauf, weil ich auf der Suche nach neuen Gehirnzellen bin, werde ich erstmal ein Guten Morgen Bier trinken. Auf der Suche nach neuen Gehirnzellen. So, meine Sachen sind gepackt, vollständig. Das ist mein überfüllter Müllsack, der jederzeit abreißen kann. Da sind meine ganzen leeren Bierflaschen und noch mehr Müll, was ich produziert habe, drin. Ich bin auf der Suche nach einem Mülleimer. So, guck mal, ich habe hier ein paar Bierpower-Metall-Gnubels gefunden. Die habe ich schon gestern missbraucht, aber die werden von mir heute auch nochmal missbraucht. Für ein paar Bierpowers. Ich grüße einen Mann im Wald. Ich grüße Atze der Buschpirat. Ich grüße Tim von Lindenau. So, ich habe hier diese drei hier für Bierpower benutzt. Aber die letzten drei, die werde ich jetzt nicht Bierpowern. Weil ich merke so einen Muskulaturkater im Brust, im Bauch und am Lattbereich. Von den ganzen Bierpowers, die ich gestern gemacht habe. Und das strengt voll an, das die ganze auf einer Seite zu machen. Und deswegen laufe ich jetzt erstmal weiter. Und genau, die werde ich dann später fortsetzen. Als ich schon mal geschielt habe, da habe ich schon mal mein Gehirn gesehen. Und darauf, dass ich dieses Schild hier gefunden habe, werde ich das nächste Bierpower machen. Ich grüße Backpacker Wilderness. So, ich habe hier aber die ganzen leeren Bierflaschen hier hingestellt. Und den restlichen Müll hier reingeschmissen. Richtig ranzig, oder? Richtig voll geil. Ich grüße Outdoor mit Sebastian. Ich grüße Lost Places. Ich grüße Sabrina Outdoor. Ich bin schon wieder an dieser Stelle angekommen, wo hier diese Stange hier ist. Und auf dieser Stange habe ich schon mal Sorg gemacht. Und hier, guck mal hier. Ich bin schon wieder hier an dieser Weserwehr angekommen. Also da, wo Wasser runterfällt. Da laufe ich jetzt gerade drüber. Ich grüße rausgefahren. Und ich grüße dich, Let's Urbex. Und jetzt, weil ich voll Bock auf einen Döner habe, laufe ich jetzt zum nächsten Dönerladen, um mir dort einen Döner zu kaufen. Jetzt wird gefressen.